Ich bin hier in Berlin geboren. Meine Mutter ist Deutsche und mein Vater kommt aus China, bis auf dass meine Eltern sich relativ früh haben scheiden lassen. Meine Beziehung zu meinen Eltern, die war in meiner Kindheit schwierig. Ich glaube, das lag auch ein bisschen dadurch daran, dass ich irgendwann natürlich gemerkt habe, dass ich homosexuell bin. Mein Vater aus einem Land kommt, was sehr konservativ ist und wo es nicht wirklich Rechte für Schwule und Lesben gibt. Und von daher hatte ich schon am Anfang auch immer ein bisschen Sorge, dass die das nicht verstehen würden. Das Komische ist, dass mittlerweile mein Vater da deutlich besser mit klarkommt als meine Mutter. Am Anfang waren sie auch ein bisschen irritiert, aber als ich meinen ersten Freund mit nach Hause gebracht habe, haben sie gesehen, dass der Mensch einfach wichtiger ist als das Geschlecht. Ich habe an der HU Biologie und Wirtschaft studiert mit Lehramtsoption und arbeite jetzt sozusagen im Bildungssektor. Mein letzter Ex-Freund, der hat im Erotikbereich gearbeitet und wir hatten natürlich so ein bisschen das Problem, weil wir keine offene Beziehung hatten, hat er dann irgendwann gesagt, ja okay, dann ich muss ja irgendwie weiterarbeiten, denn wie sieht es denn aus, dass wir sozusagen mal ein oder zwei Filme machen? Und dann war ich am Anfang noch super skeptisch, weil natürlich ich mir so dachte, das ist gesellschaftlich jetzt nicht so angesehen. Am Anfang war ich da auch noch super verklemmt, aber mittlerweile ist mir das auch egal. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo einfach das nicht mehr so verklemmt ist. Wo der Berufszweig nicht mehr automatisch irgendwie auch was Kriminelles hat oder irgendwas Schlechtes, sondern das ist halt auch im Prinzip wie normale Arbeit. Ich gehe dahin, arbeite 4, 5 Stunden und bin danach komplett fertig. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie wilde Orgien feiert und sich mit irgendwelchen Drogen volldröhnt, sondern man geht dahin, man muss vorher sich sehr gut vorbereiten, dass man ordentlich aussieht, dass man gepflegt ist, dann ist man da und arbeitet sozusagen seine Schicht ab und dann geht man wieder nach Hause. Natürlich baut das auch so ein bisschen egomäßig einfach auf, wenn dich Leute irgendwie anschreiben, ey, ich habe dich in einem Film gesehen und das ist voll cool. Das klingt so ein bisschen einfach, aber so ein bisschen Balsam für die Seele ist, glaube ich, da. Das findet, glaube ich, jeder ganz gut. Es ist einfach auch super anstrengend. Du kriegst den Film von 20, 30 Minuten zu sehen. Und es ist ja nicht so, dass du da hingehst und du drehst diese 20 Minuten durch und dann hattest du sozusagen Spaß, sondern du hast irgendwie. Du drehst ja mehrere Stunden und dann schneidet der sozusagen das Beste raus. Es gibt natürlich Sachen, die passieren müssen. Zum Beispiel musst du am Ende sozusagen abspritzen und das ist natürlich nicht immer so hundertprozentig einfach. Und dann hat man im Kopf immer, hoffentlich klappt das, weil sonst kann der Film nicht verwendet werden und man muss halt so ein paar Dinge leisten. Und von daher ist in meinem Kopf eigentlich eher das wie eine Arbeit, als dass ich da hingehe und sage, boah, ich habe jetzt geilen Sex gleich. Das heißt, ich gehe sowieso regelmäßig zum Arzt und lasse mich testen. Zusätzlich kriege ich halt PrEP, was sozusagen vor HIV schützt. Und sobald ich irgendwelche Symptome habe, gehe ich halt zum Arzt. Ich glaube, das ist in der homosexuellen Szene auch einfach ein bisschen verbreiteter und normaler, dass man, sobald man irgendwie was merkt, rufst du den Arzt an und kriegst den Termin noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag. Ich glaube, da ist man auch ein bisschen freier und selbstbewusster. Du kriegst hier die Medikamente und dann ist alles gut wieder. Berlin ist super tolerant und offen. Du kannst hier alles sein und es interessiert eigentlich auch niemanden. Was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich sehe, dass unsere Gesellschaft
offener wird und toleranter und dass Menschen, egal welche sexuelle Gesinnung sie sind, beziehungsweise wo sie herkommen, welche Religion sie haben, dass uns immer mehr die Möglichkeit gegeben wird, ein völlig normales Leben zu führen. Und dass das von vielen mittlerweile toleriert und akzeptiert wird. Verstehe, dass sozusagen nicht jeder ist wie ich, sondern dass jeder seinen eigenen Kopf hat und dass das halt nicht unbedingt immer schlecht sein muss. Meine drei Lieblingskörperteile, mein Gesicht, mein Oberkörper und ich glaube, was ganz wichtig ist, mein Penis. Wenn ich jetzt sage, ich arbeite im Bildungssektor und ich bin Pornodarsteller, ist es nichts anderes. Es sind zwei Bereiche und die ich gehe dahin und arbeite und es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie dann an Sex denke, wenn ich auf meiner normalen Arbeit bin. Sondern das ist dann komplett frei. Und nach der Arbeit komme ich nach Hause und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch und arbeite. Das ist genauso wie als wenn man zwei andere Berufe hätte. Was ist meine Lieblingsfarbe? Würde ich sagen, schwarz, wobei schwarz ja jetzt auch nicht wirklich eine Farbe ist. Rein Geschmack her, gibt es da eigentlich keine? Gut.